Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, machen wir nochmal ein UL-Video hinterher. Nach der Sardine. Ich bin nochmal an der Donets. Und hier ist ein wirklich schöner UL-Spot. Allerdings nicht auf Sardine, sondern auf Seelauben, Plötzen und auch Kürbiskernbarsch ab und zu. Oder auch mal ein Siechling oder ein Donauhering. 17 Fische in 21 Minuten, kann sich sehen lassen. Schöne Seelauben. Die größte mit 350 Gramm knapp. Plötze, die größte mit 700 Gramm. Ja, werfen wir mal rein. Wird gleich dunkel. Wollen wir noch ausnutzen, um ein paar Mal zu flitschen. Tiefe ist 1 Meter. 1 Meter Tiefe. Und für die englischsprachigen Zuschauer. Deep is 1 Meter. 1 Meter deep. Ja, und oben links Borke. Borkenkäfer only. Mehr brauchen wir nicht. Optimaler Haken an der Donalds ist so der 16er. Beziehungsweise ich habe jetzt keinen guten 16er mehr. Der muss mir wohl irgendwo abgerissen sein. Dann habe ich einfach mal einen 17er dran gemacht. Da haben wir eine Seelaube. Sehr schön. Gucken mal rein. Ich habe jetzt einen 17er Haken. Nur Borke. Das war's. Mehr nicht. 1 Meter tief. Und ich werfe den Rand da an. Dann treibt er hier. Geht aber auch ein Stück früher. Müssen wir mal gucken. Vielleicht. Oh nein, jetzt sind sie sehr beißfreudig gerade. Oha. Das könnte eine Plötze sein. Jupp. Also das geht auch bis. Ich werfe den jetzt mal hier rein. Also bis hier können auch die Bisse kommen. Also ruhig bis hier treiben lassen so. Aber ab dem Strauch, sage ich mal, ist dann Feierabend. Geht auch ein Stück rein in der Grütze oder höchstens am Rand. Nicht weiter auf jeden Fall. Wobei ich die Schwarzmeerseelaube schon habe. Aber so eine Plötzentrophy wäre natürlich nicht schlecht. Die im Übrigen auch so hier gefangen wurde. Tatsächlich. Oh, schöner. Oh. Boah, sah aber größer aus. Gerade mal 190. Ja, der fehlt natürlich auch. Wäre auch so ein geiles Ding. Ja, und ich war um 8 Uhr morgens in-game hier und eigentlich durchgehend gebissen, kann man sagen. Ab und zu mal neu werfen, klar. Aber doch, dennoch eine gute Ausbeute. Kommt ja hier nicht so oft vor, dass das so rennt. Vor allem die Seelauben sind ja da echt launisch oft. Man beißt mal ein, zwei und dann ist Feierabend. Aber wir haben ja jetzt schon hier nur in 23 Minuten 6 Stück. Also wer die Seele aber noch braucht, könnte auch gut sein. Untermaßige Plötze. Mal ein bisschen rüber hier. Ja, ich werde jetzt gleich den Morgen noch ein bisschen mitnehmen hier und dann gucken wir mal, was das so geldtechnisch bringt hier. Oh, schade. Kürbiskern wäre mir jetzt lieber gewesen. In der Größe natürlich. Oder Grammzahl. Relativ fett. Wie groß werden die denn? Die Kürbisbengel. Zeig dich mal. Na gut. Knapp 700 Gramm. Das ist auch wieder eine Rotfeder. Ah, okay. Auch gut. Also wirklich schöner Spot. Kann man nicht meckern. Noch nicht mal eine halbe Stunde hier. Super Fische auf jeden Fall. Und wir gucken
gucken jetzt mal, wo wir hier auf der Karte stehen. Wir stehen bei 99, 132. Ist gar nicht so weit weg vom Dorf. Gucken wir jetzt mal. Hier sieht man das ja sogar noch. Also nur bis hier. 99, 132. Ja, ich würde sagen, sehen wir uns später auf jeden Fall am Fischmarkt. Bis gleich. Oha, oha, da kommt was. Könnte das, könnte das, könnte das? Nee, glaube ich nicht. Scheißendreck. Ist die ab 1,4 Trophy? Kann sein, ne? Oh, ihr seht, geht immer noch hoch her hier. So quasi schon in der Nacht gebissen gerade. Hammerhart, ey. Kann doch nicht wahr sein. Ha? Schade. Sah gut aus. Egal, dann rennen wir jetzt noch am Fischmarkt. Halbe Stündchen ist rum. Sieht schon gut aus. Echt ein Top-Spot, kann man sagen. Ja, immerhin Wochenrekord. Naja. Die Plötze ob UL. Jetzt komme ich hier wieder bestimmt. Naja, doch. So oft bin ich hier nicht. Wir gehen mal schnell gucken, was wir verdient haben. Dann seid ihr wieder entlassen. Dann warte ich auf den Morgen. Und dann versuche ich mein Glück weiter. Sieht echt gut aus, dass die ein oder andere Trophäe hier fallen könnte, muss man sagen. So, guck mal einfach mal rein. 200 Silber mit UL, mit einer ollen Borke in 32 Minuten. Also da kann man nichts sagen. Und Plötzen, ja, ist okay. Wunderbar, damit seid ihr entlassen. Probiert mal selber die Stelle aus. Könnt ihr mal gerne berichten, ob ihr Erfolg hattet in diesem Sinne. Petri Dank, wir hören uns und sehen uns. Bis dann und tschüss.